Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wir haben ja einen Tag später und ich habe trotzdem irgendwie, mal versucht, hier mit dem Bein wieder hier nachzukonstruieren. Hat geklappt, sehr gut, ne? Ah, schön. Sieht so komisch aus. Und ja, wir sind hier in Rosalith. Ne? Irgendwie scheinen die Charaktere nicht irgendwie so T-Sounds irgendwie auszusprechen, ne? Da müsste ja eigentlich Rosalith ausgesprochen werden, ne? Aber die sagen immer so Rosalith. Das ist genau wie bei Sephiroth, ne? Die sagen auch mal Sephiroth, ne? Glaube ich. Im Deutschen weiß ich gar nicht mehr. So, gut, wir sind hier. Wir sind Kupka hier, der Typ, der Dominus von Titan, hat diese Stadt angegriffen und wir müssen wahrscheinlich gegen den im Laufe dieses Gebiets hier kämpfen. Aber erst einmal laufen wir hier so durch die Gegend und gucken, was hin also los ist. Auch ein super Trick, sehr wohl. Wille des Blitzes. Oh, ich habe da alles voll, sehr gut. Ich hatte, glaube ich, gar keine Heiltränke, als ich angefangen habe. So. Schockwelle. Ja. Ich finde die Accessoires in diesem Spiel nicht so gut, weil du immer irgendwie eine Ahnung hast, was das sein kann. Ne? Entweder wird halt irgendwie so eins von drei deiner Werte oder du die Heiltränke verstärken. Hat mein Hund ein Cutie Mark? Das Ding da in seinem Po. Ist mein Hund ein Pony von My Little Pony? Hat er auch so ein, die haben auch so Tattoos an ihren Hintern. Was ist deine Bestimmung, Torge? Was ist dein spezielles Talent? Okay. Guck mal. Ja, da bin ich. Und hier seid ihr. Stirbt. Ihr seid noch am Leben. Müssen wir mal ändern. Oh, der hatte Protest. Oh. Ich habe das Gefühl, der wird sehr nervig. Also ich mochte eigentlich diese Kombi, ne? Jetzt wollen wir nochmal machen. Ah, oh, der hat bei den allen Protest draufgepackt gerade. Hey, du. Guck mal her. Ja, ich habe gesehen, wie du mich angegriffen hast. Ah. Oh, die werden auch gar nicht gestärkt, ne? Also, oder gestunt, wie auch immer nennt. Also, wenn die sich Gegner bewegen, wenn man die angreift, ne? Oder so zurückschrecken. Alter, der macht das schon wieder. Drecksack. Ja. Ach, komm hier, Erfahrungspunkte. Ach ja, ich habe ein paar mehr Fertigkeitspunkte. Ich habe nämlich diesen einen Angriff hier verlernt. Diesen einen Feuerangriff. Ist die Kette für was? Curl? Du meinst ein Qual? Das ist ein Qual. Was glaubst du? Die nennen das Curl? Spielen wir Curling mit den Dingern? Oh mein Gott, ich hasse diese Schreibweise. Ich bin normalerweise mit einem Q geschrieben, so Qual, so wie Qualen. Oh, sehr bekannte Final Fantasy Monster. Ja, die haben so Barthaare, genau. Das ist definitiv ein Qual. Ich finde das so unfair, ne? Da sind zwei Leute, die ihn gerade angreifen, ne?
Mann. Ja, gerade zwei Leute, die ihn angreifen, die auf ihn losgehen, ja, aber aua. Aber ich weiß nicht, wie ich den tackeln soll. Kein Curling mehr für dich. Was ist nicht, dass die Curl heißen? Das ist ein interessanter Kerl, ne? Wer da irgendwie eingedeutscht, irgendwie so. So 30 Jahre nachdem. Oh nein, ist ein Blaster. Auch der Blaster. Auf der bereitet einen Blaster vor. Das ist normalerweise irgendwie so ein One-Hit. Entladung in gar nicht. Nein, danke. Okay. Haben normalerweise einen Angriff, der nennt sich Blaster. Nehmen ihre Schnurhaare, dann setzen die so einen komischen magischen Angriff ein. Und manchmal ist das ein One-Shot und manchmal reduziert hat die AP von Charakteren irgendwie auf 1 oder so. Also unschön, sehr unschöner Angriff. Oh Mann, ich hab schon wieder verpasst. Ja, ungefähr so sehen die aus. Ich nehme an, das war der Angriff, der vorbereitet wurde da gerade, ne? Hätte ich schon gern gesehen, ne? Aber irgendwie auch nicht. Ich nehme einfach mal an, das wäre irgendwie passiert, ne? Da bin ich schon wieder. Oh ja. Sind normalerweise auch kleiner. Die Viecher. Wir werden wahrscheinlich noch mal so groß wie Tor, ne? Oh. Oh, immer wenn der Angriff nicht bereit ist. Bonk. Oh, wollte ich reichen. Oh. Cool, ehrlich. Ich soll vielleicht mal meine Punkte hier verballern. Ich habe 2500. Ja, Schnurrhaar kriegt man normalerweise auch. Qual, ich nenne die trotzdem Qual. Qual sich viel besser an. Jill? Habe ich dich, Sid? Ach, Mann. Oder sollte ich sagen, Lord Rossfield? Ich habe eine halbe Ewigkeit nach dir gesucht. Lass sie gehen, Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass. Ja, mittlerweile weiß ich auch den seine Stimme. Wenigstens hat mal ein paar Stimmen aufgezählt. Aber ich habe die schon wieder alle vergessen. Ich habe mir Lokalo gemerkt. Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist. Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Sachte, mein Schneeflöckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt.
Tilak von Stargate. Mein Vater guckt die Serie. Leonidas von 300. Desan von Star Wars Jedi Knight 2. Da ist der Hauptbösewicht vom zweiten Teil. Ja, kenne ich alle die Leute. Das ist dieser Echsen-Typ hier von Jedi Knight 2. Tilak ist dieser komische Typ mit diesem komischen Tattoo oder Symbol auf dem Kopf. Der hat auch voll eine geile Stimme. Der ist irgendwie noch tiefer. Weil irgendwie so ein Außerirdischer ist oder so, glaube ich. Naja, wir wurden gefangen genommen. Torga macht die platt. Targa jetzt etwas Relevanz bekommen. Ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaube, jetzt liegt's an mir. Na gut. Ja. Wer hätte gedacht, die Falle, die er für uns aufgestellt hat, hat funktioniert. Ach hey, da ist das Schloss. Da sind die Blumen, die Clive gegessen hat. Henker. Welcher Kopf soll rollen? Sag doch, sind die Leute von Dings. Wir sind in Evil. Du, hol die Gefangene. Na, wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So eine Verschwendung. Geif. Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jill? Im Innenhof. Scheiße. Machen wir schnell. Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupcast-Männern. Überlass sie mir. Ich schleich mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Okay. Fast vergessen. Zum Glück tun die immer Waffen genau in der Nähe aufbewahren, wenn die Gefangene nehmen, ne? Ich komme. Das habe ich noch nie verstanden. Du nimmst jemanden gefangen und packst ihn seine Waffe irgendwie direkt daneben. Irgendwo. In One Piece haben die halt gut gemacht, ne? Als Zorro irgendwie vorgestellt worden ist, ne? Den seine Waffen haben sie auch nicht 5 Meter von ihm entfernt irgendwie platziert, ne? Die haben sie irgendwie, weiß nicht. Ins Zimmer von den einen von El Meppo irgendwie reingepackt. Den Sohn von denen hier, Captain Morgan. Ja, ich muss ja schnell wieder an meine Waffe drankommen, ne? Hier gibt mir jetzt alle Heiltränke, ne? Ja. Okay. Kommt jetzt zum Kampf gegen Kupka. Verwaltet sich in den Titan. Kyojin. Was bedeutet überhaupt Kyojin? Kyojin ist ja... Ja, okay, so viele brauche ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass Jin am Ende immer Person bedeutet, ne? Nihonjin, japanische Person, ne? Ich glaube, Eigo Jin, englische Person. Dann müsste ja Kyojin auch irgendwas bedeuten, ne? Große Person. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie Kyojin die exakte Übersetzung von als Titan ist oder so. Aber müsst ihr eigentlich, ne? Das ist ja Attack on Titan, ne? Aber das ist ja sowieso ein Übersetzungsfehler, glaube ich, ne? Hat... Das ist ja Shingeki no Kyojin, ne? Also
Angriffstitan müsste er eigentlich heißen, ne? Aber die haben da irgendwie falsch übersetzt, glaube ich, ne? Na gut. Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Auf einen Henker töten. Torgal irgendwas machen. Los. Ich dachte, ich soll zusehen. Wart. Wart. Warum ist mein Hund magisch? Okay. Was zum? Mein Hund hat sich verwandelt? Kannst du stehen? Hast du Relevanz? Irgendwie nicht. Ich dachte, ich soll ja hingebracht werden, um zuzuschauen. Dann tun die trotzdem irgendwie schon abschlachten, wo ich überhaupt da bin. Und Torgal, danke. Also jemand fragt jetzt hier. Level 17? Entschuldige, was? Okay, mein Hund sieht cool aus jetzt. Sehr cool. Autsch. Oh Gott. Oh. Ja, ich sehe schon, du bist der Hauptgang, ne? Ist deine Heilung jetzt stärker? Ja, ich glaube, ich habe ihn. Also erstmal die Kommando. Der hat mein Ding abgebrochen. Oh, da soll ich mich besser fernhalten. Warum kann hier auf einmal magische Kräfte einsetzen? Ich kann nicht einsetzen, den aber einsetzen. Wo ist er? Ja. Oh ja. Na. Ah. Das ist eigentlich auch ein guter Angriff zum Ausweichen, ne? Oh, ich geh weg, ich geh weg. Nein, da wollte ich nicht einsetzen. Mein Hund leuchtet jetzt, du hast keine Chance mehr. Aua, au. Sag. Ich habe immer noch nicht irgendeine Fähigkeit hochgelevelt. Torgal ist bestimmt irgendwie so ein Name aus der Mythologie oder so, ne? Ach, guck mal, wie sie sich bewegen. Ach, was? Oh mein Gott. Gut, wie ihr beide wieder auf mich losgeht. Hier sind vier Leute, ne? Hier sind drei Leute und ein Hund, ne? Alle gehen nur auf mich los, ey. Das ist voll unfair. Das ist ein Spieler-Syndrom.
gar nicht. Ah, da habe ich auch getroffen, ja. Oh, den habe ich schon gebrochen, ey. Wie schnell tut denn der Angriff hier brechen? Und den. Oh, danke. Ich kann schon zu früh ausweichen. Geht's dir gut, Gav? Na, Gav ist tot. Gegner bezwungen. Und wie wir sie bezwungen haben. Hab ich einen Level abbekommen? Ja. 31. Ja, komm, grad. Bist du das nächste? Geschafft. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Okay. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Also mein Hund. Ernsthaft, die haben gerade hier meinen Hund hochgeballert, ne? Ich kann ihn nicht mal benutzen. Okay. Oh, guck mal, was der jetzt hier alles hat. Ist das irgendwie so eine Verwandlung von dem? Das sind neue Sachen, ne? So, was will ich denn hier auch hochleveln noch so? Ich meine anderen Angriff hier. Oh, schade. Konterzahl wird erhöht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Feuerschwall. Ja, ich habe diese Attacke hier verlernt und man bekommt die exakt gleichen Sachen immer wieder, ne? Also ja, das ist nicht schlecht. 768, ne? Ja. Bekommt die exakt gleichen Punkte immer wieder zurück. Von daher habe ich das einfach mal gelevelt, ne? Verlernt, meine ich. Müssen wir mal das hier verbessern. Der ein bisschen stärker wird, ne? Ich nehme mal noch Schade, wenn wir sowieso immer wieder verlernen können. Und lernen können. Weiß nicht, was rechts da bedeutet. Okay. Weißt du was? Jetzt habe ich da ganz verlernt. War mal den ja. Meistern, meistern brauche ich alles nicht, ne? Revival brauche ich nicht. Wenn wir Kupka gleich erledigen, dann kriegen wir auch bestimmt Titan, ne? Ich merke gerade jetzt gar nicht so viel Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da können wir ja gar nicht alle bekommen wahrscheinlich. Ah.
ich natürlich erstmal. Oh, das könnte ich vielleicht verlernen. So, gucken wir mal, ob das das bringt, ne? Kupka hat uns unsere Heimat genommen. Lass ihn nicht auch deine nehmen. Mach dir keine Sorgen. Geh. Okay. So, er levelt einfach mal so meinen Hund hoch und erklärt noch nicht mal, wieso. Okay. Müssen wir ein DLC kaufen, um das zu verstehen, ne? Zu den Final Fantasy 15. Also, warum bist du... Da fände ich immer noch schwachsinnig. Einer der Charaktere ist wortwörtlich mitten in der Story weggegangen, hat so gesagt, ja, oh, ich muss mal erledigen, ne? Hat überhaupt nicht erwähnt, was... Ja, was er gemacht hat, als er wiedergekommen ist, hat er eine Narbe. Hat nicht erklärt, wo er die herbekommen hat. Aber um es zu verstehen, muss man halt DLC kaufen, das später rausgekommen ist. Ja. Nicht so eine gute Entscheidung, ne? Ich hoffe, das machen die mit dem Spiel nicht auch, ne? Wohl bis jetzt sieht gut aus, ne? Okay, Kupka, dann komm du mal her. Kupka. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Das war mein Stuhl. Schluss mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sitz Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedikta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du hast... Du... Du... hast sie getötet? Richtig. Ich wusste, dass er lacht. Ich wusste so hart. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt.
müssen, und zwar mit dem Tod. Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen. Ja, das wird ein Brawl. Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Alles klar. Ah. Ja, ich wollte eigentlich mit Phoenix auf ihn zu düsen. Da kommen wir ja. Oh, da wird eine volle Barschlägerei hier. Ich mich mit ihm hier liefere. Und hoffentlich auch mit Ifrit hier. In der Form von Ifrit gegen Titan. Ah. Au. Doch, ich habe nicht Dings dabei. Sollte das irgendwie Schaden machen sein? Na. Ich hätte gedacht, diese Betäubungsanzeige irgendwie bedeutet. Okay, das hat irgendwie nicht so gebracht. Okay, das ist ehrlich gesagt ziemlich nervig gerade. Stück. So, angewiesiert, oder? Oh ja. Au, ich vergesse mal, hat er danach auch noch mal Vorschlaghammer. Meine in die gleiche Richtung ausgewichen. Au. Ah, immer dieser Tritt. Ich meine, wann macht er denn den Tritt? Eigentlich nicht so schwer auszuweichen. Ah. Ah, wurde ich da getroffen. Sieg ist wieder episch. Ja, Gott. Er sieht so cool aus in seiner Form, in seiner Esper-Form. Ja, da habe ich mir die ganze Zeit schon so gedacht, ne? Warum kämpft eigentlich der Typ? Warum kämpfen wir eigentlich Titan innerhalb eines Gebäudes? Das kommt mir sehr kontraproduktiv vor. Ja, Titan ja sehr zerstörerisch ist und so, ne? Noch die FRP. Aber übrigens so ein typischer Move, den Titan in Final Fantasy immer macht. Sie den Boden so anheben und aber ihn drauf schmeißen. Das ist ein Klassiker. Ich bin in meinem Element. Es gibt keine
Gott, oh Gott. Starten wird jetzt sehr viel schwieriger, ne? Au. Aber er ist ein Konter oder was? Okay, mach mal heim bitte. Ich den Angriff irgendwie öfter einsetzen. Weil so ein harter. Oh Gott. Weil so ein harter Bursche ist. Oh Gott. Ja. Springen und kämpfen, das ist so ungewohnt in dem Spiel. Au. Entschuldige, was? Er hat die Hälfte seiner AP. Na, jetzt hat er. Er funktioniert nicht gegen den. Ich weiß nicht, wann ich den anvisiere und wann nicht. Gerade noch so eingefallen. Nein, schon wieder. Aber ja, noch mal den Angriff. Oh, er hat eine Menge abgezogen von den seinen Willen. Nein, ich weiß es. Ich weiß es. Bisschen zu spät, Angriff. Ja, diesmal wusste ich. Jetzt aber nochmal angegriffen. Ich war gerade probiert für eine Sekunde. Tor. Aber oh Gott. Was jetzt mal ein Halbtag wieder ein? Ah. Aber wenn ich Titan habe, dann. Da kann ich doch bestimmt irgendwie einige Konterangriffe oder so einsetzen, ne? Nein, da wollte ich nicht. Der ist auch größer geworden. Oh, Gaia Son, das ist Titans Angriff normalerweise. Ein bisschen müde. Schon mal Tee aufsetzen. Au. Da setzt er noch mal ein. Feuer, ich meine, Wind, aber was ist das? Was ich dagegen machen sollen? Hallo? Na jetzt hat er geklappt. Ultrauma stand da. Ich dachte, da stand Ultraman. Was soll ich denn dagegen machen? Hallo? Die gesamte Arena ist da.
euch gar nicht einsetzen. Naja. Ich habe mich halt erreichen wird, aber okay. Ja, warum nicht? Ich hoffe, er ruiniert hier nicht gerade alles. Okay, ein super Tank bitte. Meine Güte. Mein Gott, der bricht die ganze Zeit diesen Angriff ab. Ich weiß immer noch nicht, was ich gegen den Angriff machen soll. Ich glaube, ich muss da springen, ne? Ich bin jetzt ausgewichen, hat geklappt. Mein Gott. Ich darf nicht vergessen, ich kann auch in der Luft ausweichen, ne? Kann ich auf dich drauf springen? Ja, kann ich sogar. Kaputt. Blitze. Oh, ehrlich. Hugo Kapgabe zu. Anstatt ihn mit dieser Ultimate da kaputt zu hauen, ne, muss ich noch einen Schlag danach machen, ne? So. So, das kann aber nicht alles gewesen sein, ne? Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn wir nicht gegen Titan kämpfen würden. Von allen S-Bahn. Wir haben nämlich schon den Erdsplitter und so bekommen, ne? Das sind wir nicht gut, aber. Oh, hab ich den seine Hand abgehakt oder so? Nein. Alter. Meine Hände. Meine Hände. Wir haben ihn gedoppelt, Skywalker. Wir haben ihn gegen Count Dooku. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Wieder durch. Freut sich in Titan, ne? Ah, ich dachte, er wäre runtergelandet. Wie zäh aus Jojo Part 2. Was? Warte! Ein andermal, Mythos. Wer war das? Ultima? Joshua.
das alle? Alter Torgal. Ich denke schon. Die Kehle Alter aufgebissen. Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Um das herauszufinden, musst du mein DLC spielen. Wie du meinst. Bitte mach das nicht nochmal. Entschuldige. Um herauszufinden, wie Torgal sich verwandeln kann, warum er sich verwandeln kann, muss man das DLC spielen. Oh nein, Gav. Okay. Ich dachte, er wird jetzt gleich nur einer sterben. Ihr habt ihn übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Okay. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Mein Gott, Jill wird sofort von sterben irgendwann. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Die ist die ganze Zeit erschöpft. Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen? Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Aber er hat ihn auch Mythos genannt, ne? Dunst, was sich hier abspielt, aber Ultima ist der Einzige, der ihn immer Mythos nennt, ne? Mal wieder durch die Lappen. Oder diese Stimme, die er in seinem Kopf hört, nennt ihn immer Mythos. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit, oder? Ja, im Moment ist er ganz schön arm dran. Hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Bevor ich mich verabschiedet habe, wollte ich ihm noch eigentlich ein High Five geben, aber ich fand, das passte jetzt nicht so zu der Situation. Ich bin eine sehr fürsorgliche Person, ich weiß. Wenn ich sage, ich meine natürlich Clive. Also gehört uns jetzt das Schloss oder Rosenduft? Okay. Wir können uns woanders hin, also rein da. Ja, wir müssen aber noch mal gegen Titan kämpfen. Jetzt mal ganz ehrlich, von allen Espern müssen wir uns mit Titan kloppen. Sieh dich doch nur an. Dein Körper macht es nicht. Die Esper, die zum Kloppen da ist, ne? Besser auf dich aufzupassen. So wie in Final Fantasy 15, wo man gegen diese riesige Schildkröte gekämpft hat und Titan kommt da mitten aus dem Nichts und boxt die einfach ins Gesicht. Das war so geil. Gegen Adam Taimai. Du kämpfst einfach zufällig irgendwie gegen das Viech, weil du irgendwie so groß ist wie ein ganzer Berg. Und man füllt sich deine Esperleitze und dann kommt auf einmal Titan mitten aus dem Nichts angerannt. Boxt sich mit der Schildkröte. Und was die Valuta dort zu suchen. Das ist so ein epischer Moment. Das ist mir beim ersten Mal passiert, als ich gegen das Viech gekämpft habe. Ich dachte, da wäre ein gescriptetes Event oder so, aber ist gar nicht so. Ich hatte nur unglaubliches Glück gehabt, glaube ich. Dieser Moment irgendwie aufgetaucht. Er hat den ersten Kampf viel epischer gemacht. Na, über deinen treuen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Will eigentlich irgendjemand noch am Leben bleiben am Ende des Spiels? Ja? Ich glaube, alle werden des Spiels tot sein. Aber ne, Torgal muss überleben, ne? Sonst drehen die Leute nämlich durch. Durch. Versprochen. Ja, sie ist auf jeden Fall tot. Sie ist sowas von tot. Ne? Ich sehe so viele rote Flaggen gerade. Sie wird dieses Spiel definitiv nicht überlegen.
Vielleicht noch nicht mal die nächsten Spielstunden. Reflexionen. Die Macht der Erde. Clef hat sich ein Stück des Essenz Titans einverleibt. Das Verschwören von Titans Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung der Magie, sondern gibt ihr auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Titanische Gerade. Ein einziger mächtiger Faustschlag, der aufgeladen werden kann. Titans Esper-Kraft. Ah, das ist ein Konter, ne? Titans Esper-Kraft Granitschild kann fast alle Angriffe geblockt werden. Drücke 4 direkt nach einem perfekten Block, um einen fairen Konterangriff auszuführen. Oh, ein verbesserter Konter. Ja, das war ein Kreisdruck, ne? Oh, perfekter Block. Oh. Aber wenn das Ding so gut im Blocken ist, ne? Und was alles blocken kann. So, wir laufen das jetzt ab. So, oh ne, da ist doch hier. Oh, da können doch noch mehr reinpassen, ne? Also 1, 2, 3 dann noch, ne? Ja, da wird jetzt so 1, 2 und dann jetzt hier. Oh, nee. So. Meistern ist nur, damit er hier die Pose. Ich bin noch nie im Hintergrund so aufgefallen. Da sieht man die ganzen Esper so im Hintergrund. Gibt es ja gar keine Wasser-Esper dann? Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wir haben noch nicht eine Wasser-Esper gesehen, ne? Weil wir ja von 8 Espern hier geredet haben, ne? Also wie er ausschaut, kriegen wir auch nur 7, ne? Das heißt, wenn jetzt noch Odin, Barmut kommen und wer fehlt noch? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Odin und Barmut, ne? Ne, wer fehlt denn da noch? Da fehlt ja auch noch einer. Weiß ich jetzt nicht. Feuer, Wind, Elektro, Erde, Eis, Shiva. Mein Gott. So, was haben wir ja noch? Okay. Ja, der sieht sehr stark. Sieht sehr stark aus, der Angriff. Da war es die Ultimate. Oh. So. Ich glaube, wir tun diesen Angriff hier wieder verlieren. Weil der spricht mich nicht irgendwie so an. So, wir lernen direkt mal die Ultimate, ne? Boah, was? Mache die Drehung nach vorne und fessle einen Sturm von schnellen Faustschlägen. Durch die Drehung eine gegnerische Attacke geblockt, erhöht sich die Kraft der darauf folgenden Schläge. Der Angriff sieht so geil aus, den muss ich mir mal kurz einverleiben. So, wir laufen das jetzt hier ab. Muss ich jetzt hier wechseln? Oh, ich muss hier echt wechseln. Nein. Aber ich habe auch Schade verlernt, ne? Okay, dann machen wir so. Packen wir da Titan dann rein, ne? Okay, war mir schon irgendwie klar, dass man die Dinger nicht wechseln kann. Dass man ja nur ein paar ausrüsten kann. Tun sich meine Werte irgendwie. Nö. So, ich habe schon mehr Sachen hier. Gaia-Zorn. Der Gaia-Zorn ist die Ultimate, genau. Muss ich einfach mal versuchen. Obwohl der Angriff von Garuda ist nicht schlecht, ne? Okay, jetzt habe ich aber zum Magieabwehren zustürmen. Eigentlich sind die Fähigkeiten vom Phönix nicht mehr so dolle. Deswegen kann man ja Angriffe meistern, ne? Damit man die überall ausrüsten kann, ne?
Ah, laufen wir hier mal drum. Neue Dings sehe ich gerade. Kopfgeldjagen. Wir wissen ja, wie halt beim letzten Mal abgelaufen ist, ne? Oh, Schwert. Fällt gerade ein, ich kann mein Schwert hochleveln. So, einer nur. Der wabbelige Tod oder das Wort von Pudding. Galleartige Masse. Oh, dann kriegen wir da bestimmt Felsfalkenschrei, Rosario. Dann kriegen wir doch ganz sicher hier diesen einen, ja, diesen. Ich brauche für irgendwas eine gallenartige Masse. Dann kriegen wir bestimmt davon, ne? Dann kriegen wir doch ganz bestimmt hier irgendwie so eine. Ich weiß nicht, wofür ich das brauchte. Ich glaube für den Dings, ne? Für ein Accessoire oder so. Ja, du. Willst du was schmieden? So, ich kann da jetzt bestimmt wieder verbessern. Nein. Normalerweise kann ich ja mal mein Schwert hochleveln. Nachdem ich hier so ein Ding hier freigeschaltet habe. Da gallenartige Masse und Rotlegierung. Ich kann mein Schwert nicht hochleveln. Nein. Gaia-Schwert. Ist das ein jetzt freischalten? Ich weiß nicht. Jetzt hier mit aus. Brauchst du was? Oder hast du? Ist ja irgendwann schon mal wieder was Neues aufgetaucht. Kobalt kosten. Das ist schon älter, ne? Soll ich echt dafür irgendwie meine Dings hier? Ich habe keine Tränke mehr, ne? Du machst mich noch arm, mein Junge. Tu mal ausnahmsweise ein paar Tränke kaufen. Ich weiß trotzdem nicht, wofür ich mein Geld ausgeben soll. Keine Angst. Kupka. Brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Ah, der ist noch am Leben. Kommt der irgendwie metallische Hände oder prosthetische Hände, irgendwie so was? Heimkehr. Okay. Aber ich würde sagen, das war's aber für diese Folge. Ne? Im nächsten Part werde ich wahrscheinlich schon das Monster aufgesucht haben. Ne? Und dann kümmern wir uns um das als erstes. Wir wissen ja, wie das letzte Mal abgelaufen ist. Ne? Ich finde, die Charaktere sehen so cool aus, wenn die sich verwandelt haben. Wir haben jetzt gegen drei S-Ball kämpfen, merke ich gerade, ne? Gegen Kupka und gegen Benedikta und gegen uns, ne? Okay. So, haben wir ja alles abgecheckt. Quests, nichts, okay. Den einen Typen könnte ich mal aufsuchen. Haben wir auch schon lange mal gemacht, ne? Aber kann ich überhaupt irgendwo hin? Ja, kann ich, okay. Wollte schon sagen, wenn ich hier wieder mein Versteck festsitze, dann bringt es halt relativ wenig, ne? Harpo hat gesagt, er sucht nach Büchern über Torgal. Ich weiß, schreiben wir doch eins. Mein Wissen steht jederzeit zur Verfügung. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren. Schon sehr lange nicht mehr hier. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Der schwarzen Feder. Sind das irgendwie so Tipps irgendwie so für Items, die ich irgendwann finden kann?
Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Oh Gott. Nektar hat einen eigenen. Ah, Torga wird jetzt hier schon. Ey, so oft, wie sich die Charaktere und hier verändern, ne? Gefällt mir eigentlich schon, ne? Okay, also der Mann in der Robe sind und Joshua sind halt zwei verschiedene Leute. Haben wir irgendwelche Informationen über die Person, die gerade Kupka abgeschleppt hat? Wie auch immer das war. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie so. Oh Gott, wie sieht das Viech denn aus? So, und so ein Viech muss man sich vorstellen, nur so groß wie ein Berg. Dann hat man einen der optionalen Bosse von Final Fantasy 15. Wir haben ein Curling. Man macht immer die hier so heißen. Ja, ich habe fast alle Monster hier gesehen. Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Gut, beim nächsten Mal sehen wir uns dann bei dem nächsten. Bei der nächsten Monsterjagd, ne? Und danach geht es dann weiter mit der Story, ne? Würde ich sagen. Ich hätte schon gerne ein neues Schwert, aber anscheinend geht das nicht. Ich dachte, weil wir jetzt ein Erdsplitter bekommen haben, können wir direkt wieder was Neues herstellen, ne? Aber anscheinend nicht. Gut, keine Ahnung, machen wir halt so. Ich sage jedenfalls Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.